Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Das Besondere ist, ihr wart ein Trockendock irgendwo im Urlaub. Sie kommen nach Hause, Sie wussten nicht, was wir für ein Thema behandeln werden. Wir wussten ja vor einem Monat alle noch nicht, was wir heute machen, gell? Und dann kommen Sie nach Hause mit diesem Lied. Das ist doch einfach wunderschön, oder? Nichts abgesprochen, einfach wunderschön. Vielen, vielen Dank. Es war eine Augenweide, eine richtige Nachspeise so. Hä? Wow, wow, wow. Gut. Und so wie es ist, alles nimmt wieder mal eine Wende, sage ich mal, nicht Ende zu sagen. Ganz, ganz, ganz lieben Dank euch allen, all diesen wunderbaren Menschen. Ich kann jetzt meine Predigt nicht nochmal wiederholen, aber ich von meiner Seite sage, ich spüre Gott in jedem Menschen hier drin. In all diesen wunderbaren Menschen, weißt du, die haben das nicht für Geld gemacht, die haben das nicht aus irgendwelchen hinterhältigen Gedanken gemacht. Alles, was ihr heute gesehen habt, weiß ich, es kommt aus dem tiefsten Herzen von uns selber aus, nicht mit irgendwelchen anderen Absichten, als was wir hier offen kommunizieren. Und genauso wohnt Gott in jedem Einzelnen, nicht nur hier drin. Wir sind der tiefsten Überzeugung, in jedem Menschen auf dieser Welt wohnt Gott. Und die Menschen möchten freigelöst sein, um dieses Leben leben zu können. Und da wollen wir ihnen dabei helfen. Das ist die Lebensqualität. Und ich sage nur nochmal, wenn ihr gespürt habt, dass hier diese Qualität nicht gespielt ist, dass nicht einfach eine Show war, ich kann es nur wiederholen, lasst euch gewinnen dafür, klingt euch mit ein, lernt mit uns zusammen, mit diesem Lebensstrom zu surfen. Es gibt einfach schlicht nichts Schöneres, nichts Ergreifenderes. Und ich verstehe mir besser die Kinder, die dann sagen, ich möchte hier übernachten, ich möchte nicht nach Hause oder ich möchte noch 6 Jahre hier bleiben oder irgendein Rekord ging es um 1000 Jahre rum, oder? 1000 Jahre. Möge das prophetisch sein, dass hier ein Anbruch des 1000-jährigen Reiches irgendwo sichtbar wird, weil das ist prophezeit von denselben Propheten, die unsere Tage exzellent genau aufs Tüpfelchen, aufs I-Pünktchen genau prophezeit haben. Dieselben Propheten haben gesagt, das nimmt eine Wende. In der schlimmsten Zeit nimmt es eine Wende. Warum? Weil Gott in den Menschen auferstehen beginnt, weil er in allen zusammen genau das tut, was jetzt hier geschehen ist. Ja. Er hat gesagt, wenn diese Zeit kommt, wird der Löwe neben dem Lamm oder der Wolf neben dem Lamm sein. Es wird die Bärin neben der Kuh weiden. Das sind alles Bilder, die sagen, der Russe zusammen mit dem Deutschen. Ja! Und der Schweizer, ja, die Schweizer Kuh. Okay. Also mir verbleibt jetzt nur noch einen Segen auszusprechen für den Abschluss. Es gibt ja noch was Wunderschönes jetzt. Da, wenn wir jetzt hier die Bühne schließen, kommt ja da unten nochmal etwas Wunderschönes. Aber ich möchte jetzt schon gewissermaßen eben den Sack zusammenbinden und meinen Segen bitten, dass all die weiten Heimreisen, dass das gelingt, dass niemand zu Schaden kommt, dass das alles ein gutes Ende nimmt hier. Fein. Nochmals ganz lieben Dank an alle Künstler, an alle diese wunderbaren Menschen. Danke für euch, dass ihr da wart. Vater, wir danken dir von Herzen, dass wir hier mit dir diesen Tag verbringen durften. Danke für all diese Menschen, in denen du lebst, in denen du wohnst, in denen du freigelöst werden willst. Und wir rufen aus, du bist stark, du bist groß, du auferstehst in uns, du kommst wieder in uns, du stellst diese Welt wieder her durch uns. Du richtest alles wieder her, bis hinein in die Natur, in die ganzen Dinge, die hier unten kaputt sind und schief sind. Danke, wirst du unsere Gebete erhören, vor allem wenn wir alle gemeinsam beten mit all diesen Menschen, auch anderer Hintergründe. Danke, wirst du die Mächte der Finsternis binden, wirst du unsere Gebete beantworten, indem der Himmel einschreitet, indem die Gewalt des Bösen gebrochen wird, dass diese Dämonie ein Ende nimmt, dass diese Teufel in Ketten gelegt werden, diese Geister der Bosheit, die überall die Welt zerstören. Wir binden sie gemeinsam, wir bilden diese Kette, die sie bindet im Geist und rufen aus, es wird Leben und wir rufen über den Völkern aus, wacht auf, ihr Totengebeine, so spricht
der Herr, ich werde Leben geben in euch, ich werde Sehnen an euch legen, ich werde Fleisch über euch wachsen lassen, ich werde euch mit Haut überspannen und werde meinen Geist, meinen Odem in euch legen, dass ihr wieder lebendig werdet. Lebt, ihr Völker, in Jesu Namen. Und lasst dieses Volk jetzt versiegelt sein in deiner Gegenwart, dass du in ihnen, mit ihnen nach Hause gehst, durch sie zu wirken beginnst, lass Zeichen, Wunder und Macht haben deiner Gegenwart an ihnen erweisen, erweise es an ihnen, dass sie dich erkennen als einen lebendigen Gott. Wir geben alles zurück in deine Hände und bekennen, das warst du und niemand anders. Amen. Amen. Wir lieben euch, wir lieben euch. Danke, dass ihr da wart. Ich sage Tschüss auch hinter den Leinwänden, überall in aller Welt. Tschüss Magadan, tschüss Moskau und wo ihr überall seid auf der ganzen Welt. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Kommt alle gut nach Hause. Wir lieben euch.